Ja, wir sind im zweiten Buch Mose, das Buch Exodus. Und wir sind am Ende des zweiten Kapitels angelangt, wo wir Mose sehen in Midian als Fremder im fremden Land. Ein Fremdling, ein Flüchtling. Und wir haben gesehen, dass es Gottes Plan ist, dass sein Retter, dass er in gewisser Weise eins wird mit denen, die er retten soll. So wie Jesus eins geworden ist mit uns, wie er in höchster Weise Anteil hat an unserem Leben, an unseren Schmerzen, an unserem Elend, an unserem Leiden. Er hat das alles getragen. Er hat das auf sich genommen. Und so wird Mose auch zu einem Retter geformt erst. Er ist es nicht gleich. Sondern er geht durch einen langwierigen Prozess, in dem er umgestaltet wird in das Ebenbild Jesu Christi. Und zwar sozusagen vorlaufend. Wir sind nach Jesus. Jesus ist schon gekommen. Er hat seinen Weg vollbracht am Kreuz von Golgatha. Sein Retterwerk. Und Petrus sagt, er ist uns vorausgegangen und wir gehen jetzt seinen Fußstapfen nach. Wir sollen von ihm lernen. Wir sollen in sein Ebenbild umgestaltet werden. Das ist der Prozess, durch den wir hindurchgehen in unserem Leben. Bei Mose war es anders. Der Christus war noch nicht gekommen. Er ist sozusagen ein Vorläufer Christi. Er läuft nicht in seinem Fußstapfen ihm nach, sondern er geht ihm voraus. Aber überzeitlich gesehen, wenn man außerhalb von Zeit und Raum geht, dann ist er natürlich genauso wie wir ein Nachfolger Christi. Er soll umgestaltet werden in das Ebenbild Christi. Er ist ein Bild, ein Zeugnis für Christus, für den Retter. Indem er zum Retter Israels wird, wird er sozusagen ein Bild im Alten Testament, im Alten Bund für den Christus, der noch kommen würde. Und natürlich ein unvollkommenes Bild, wie jeder Mensch sozusagen nur ein unvollkommenes Bild von Christus ist. Wir haben dieses Licht, sagt Paulus, in irdenen Gefäßen. Es ist ein unvollkommenes Bild. Und doch leuchtet das Licht des Christus in uns. Und auch in Mose sehen wir dieses Licht leuchten. Wir sehen ihn als einen Vorläufer. Wir sehen ihn als einen Typus, wir sehen Jesus schon in ihm vorgebildet, in seinem Weg, in seinem Wandel. Und das fängt schon mit seiner Geburt an und der Verfolgung, die er erlitten hat als kleines Baby, wo ihm nach dem Leben getrachtet wurde, so wie Jesus nach dem Leben getrachtet wurde, als kleines Baby, als kleines Kind. Und dann sehen wir, wie Mose hier diesen Weg, wie gesagt, als Flüchtling. Er war eigentlich sehr privilegiert. Er ist im Herrscherhaus aufgezogen worden, in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet. Aber er hatte ein tiefes Bewusstsein durch seine Mutter und durch seinen Vater. Als kleines Kind war er zu Hause bei seiner Mutter, bei seinem Vater und hat von ihnen gelernt, und das ist so wichtig, Geschwister, Gott hat es seinem Volk dann auch nahegelegt. Mose hat es dem Volk Israel gesagt in 5. Mose 6.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und du sollst das Wort in deinem Mund tragen, in deinem Herzen und auf deiner Zunge tragen. Du sollst davon reden, beim Aufstehen, beim Niedersetzen. Du sollst deine Kinder lehren. Und Jochebed hat das vorbildlich getan und ihr Mann Amram. Sie haben das vorbildlich getan, sodass der kleine Mose, obwohl er dann als Junge, wir wissen nicht genau in welchem Alter er dann in das Herrscherhaus gekommen ist, dann als Sohn der Pharaos Tochter aufgezogen wurde. Aber möglicherweise schon im jungen Alter ist er in das Haus des Pharaos oder der Tochter des Pharaos gekommen und ist als Ägypter aufgezogen, sodass Zippora und ihre Schwestern ihrem Vater, dem midianitischen Priester, gesagt haben, ein ägyptischer Mann hat uns geholfen. Er war nach dem Aussehen, nach der Erscheinung ein ägyptischer Mann. So sehr war er geprägt von Ägypten. Und gleichzeitig hatte er aber eine tiefe Prägung. Er wusste, dass er ein Hebräer ist. Er wusste, dass er ein Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Er wusste, dass dieser Gott sein Gott ist. All das wusste er von seinen Eltern. Als junges Kind hatten sie ihn damit geprägt. Dieser Mann wusste, was seine Identität war. Obwohl er in der Welt gelebt hat, hatte er ein tiefes Wissen um seine Identität. Ich bin einer vom Volk Gottes. Und das ist auch für unsere Kinder so wichtig, dass sie in frühen Jahren schon ein Wissen um diese Identität haben. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und wir als geliebte Kinder Gottes, wir sind nicht von der Welt. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und das, was Mose durchmacht, ist sozusagen ein großer Prozess der Demütigung. Er muss niedrig werden, um ein Retter nach Gottes Willen zu werden. Um ein Ebenbild Jesu Christi werden, muss er den Weg Christi gehen, in das Leiden hinein. Verfolgt. Ein Fremder in einem fremden Land. Ein einfacher Hirte. Kein Professor. Kein Staatsmann. Kein Heerführer. Nein, sein Heer ist die Schafherden seines Schwiegervaters. Das ist seine Armee, der er vorsteht. Und seine Waffe, der Hirtenstab, mit dem er die Herde verteidigt, mit der er die Herde lenkt und leitet. Und wie lange? Genauso lange, wie seine Jugendzeit dauert, die Zeit, in der er in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet wurde, genauso viel Zeit nimmt Gott sich, um diesen Mose zu schulen bei den Schafen. 40 Jahre war er alt, als er geflohen ist aus Ägypten. Und 80 Jahre ist er, als er hier berufen wird. Schon krass, der Zeitplan Gottes. Denn jetzt, nach diesen zwei Dritteln seines Lebens, wird er erst berufen. Wird er erst zu seinem Dienst herangerufen. Jetzt geht's erst los, wo sein Leben doch eigentlich schon fast zu Ende ist. Da geht's erst richtig los. Da hat Gott was vor mit ihm. Aber er musste durch diese lange Schule erstmal hindurchgehen, um auf das vorbereitet zu sein, was ihn dann treffen wird. Denn ein Retter zu sein, ist kein Spaß. Es ist nicht, hurra, ich werde ein Superheld. Nein, es bringt viele Leiden mit sich. Mose
wird durch viele Leiden hindurchgehen müssen als Führer des Volkes Israels. Und darauf muss er vorbereitet sein. Deswegen geht er durch diesen ganzen Weg. Und ja, wir lesen jetzt weiter in Kapitel 3. Ich möchte die Einleitung nicht so lang machen, sondern in den Text reingehen. Zack, zack. 1. Mose 3. Da sehen wir also Mose bei seinem Geschäft, bei seinem alltäglicher Arbeit. Und wie gesagt, am Ende dieser langen Zeit, am Ende, kurz vor der Rente sozusagen. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Es ist noch nicht mal seine eigene Herde. Das ist immer noch die Herde seines Schwiegervaters. Der ist ein uralter Tattergreis jetzt mittlerweile. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Also Jitro wird er hier genannt. Im Kapitel davor wird er Reguel genannt. Diese beiden Namen kommen an verschiedenen Stellen vor. Es handelt sich hier aber um denselben, den Priester von Midian, der Schwiegervater des Mose. Jitro, dieser Name, oder auch Jeter, bedeutet Überfluss. Reguel ist vielleicht so etwas wie ein Ehrenname oder wie ein Titel. Freund Gottes heißt es. Also Jitro ist ein Priester, er ist jemand, der Gott dient. Natürlich mit aller Schwachheit behaftet, denn er ist ein Nachkomme Abrahams und er weiß um Gott. Und dennoch hat er nicht dieselbe Offenbarung, wie sie das Volk Israel hatte durch Isaak und Jakob. Und doch war ein gläubiger Mann. Ein gottesfürchtiger Mann. Jetzt lesen wir von Mose, dass er die Herde über die Wüste hinaus trieb und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Horeb, das bedeutet so viel wie Öde, Wüste. Und das ist ein anderer Name für den Berg Sinai, von dem dann später die Rede ist. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Also das ist das, was Mose erstmal sah. Er sah diesen brennenden Busch. Aber, welch ein Wunder, dieser Dornbusch, nach einer Zeit brannte er immer weiter. Irgendwann muss doch jetzt mal das Feuer ausgehen. Der Busch muss doch jetzt mal verbrannt sein, er muss doch jetzt mal Asche sein. Er brennt immer weiter. Was ist denn das? Das war die Erscheinung, die Mose hatte. Den Engel des Herrn hat er nicht gesehen. Der Engel erscheint in einer Feuerflamme. Feuer war bisher in dem ersten Buch Mose nur eigentlich in Zusammenhang von zwei Dingen oder in drei Dingen. Es taucht auf im 1. Mose 15 das erste Mal, als Gott Abraham begegnet ist. Also Feuer in der Begegnung mit Gott, in der Gotteserscheinung, scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Ja, der Hebräerbrief zitiert es, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ein Feuer, das verzehrt. Das ist nicht einfach so eine Kerze. Ne? Wir machen das ja gerne, im Winter vor allen Dingen. Ne? Dann zünden wir uns ein Kerzlein an und dann gibt es so eine schöne Atmosphäre und wir denken so, ach, ja, jetzt ist Gott uns nahe. Aber Gott ist keine sanfte kleine Kerzenflamme. Er ist ein verzehrendes Feuer.
ein brennendes Feuer. Die in Israel, in diesen Ländern kennen sie die Hitze, die dazu führt, dass die Wälder trocken werden und dann Waldbrände entstehen. Wir kennen es ja auch aus den Nachrichten, ne, aus verschiedenen Teilen der Erde, aus Kalifornien, aus Australien jetzt zuletzt. Ne? In Deutschland selbst sogar. Ja. Die Trockenheiten, die wir hatten jetzt in den letzten Jahren und dann die Brände, die daraus entstanden sind. Ein verzehrendes Feuer. Aber so wie wir das aus Kalifornien oder Australien, so haben wir das noch nicht erlebt. Wo dann wie eine Feuerwand, na, dieses Feuer kommt und es frisst alles auf in rasender Geschwindigkeit. Und du kannst dem Ganzen nicht Einhalt gebieten. So sehr du dich auch bemühst, die Feuerwehrmänner alles geben, um dieses Feuer aufzuhalten. Es geht nicht. Das Feuer, es wird benutzt im Zusammenhang mit dem Opfer. Das Feuer ist dazu da, das Opfer zu verbrennen, das Brandopfer. Es spricht von der Hingabe. Ja, es wird von dem Feuer gesprochen, als Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Ein verzehrendes Feuer, eine große Lebensbedrohung, dieses Feuer. Eine starke Macht. Und das Gericht. Feuer fällt vom Himmel, um Sodom auszulöschen. Ein verzehrendes Feuer. Aber hier, und das ist das Besondere, eine Feuerflamme, dieser Dornbusch brennt, aber wird nicht verzehrt. Was für ein großartiges Bild. Kein Burnout. Die Fackel brennt und brennt und brennt. Die Leidenschaft Gottes, sie brennt. Die Leidenschaft Gottes für sein Volk. Er verzehrt sich nach seinem Volk. Es wurde schon gesagt, dass Gott das Ächzen seines Volkes gehört hat. Es zeigt seine leidenschaftliche Liebe, dieses Feuer für das Volk. Es ist aber der heilige Gott, der hier brennt. Und so begegnet Mose seinem Gott das erste Mal, dass er diese Erscheinung, diese Begegnung mit Gott hat, in dieser Tiefe. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott, und hier steht das Wort Elohim, vorher steht das Wort Yahweh. Hier könnte man das Wort Elohim wahrscheinlich sogar besser im Textzusammenhang mit Engel übersetzen. Es gibt auch im Psalm 8 eine Stelle, wo das Wort Elohim steht und wo die meisten Übersetzungen auch Engel einsetzen. Himmlische Wesen. Elohim ist ja ein Pluralwort, was auch an manchen Stellen tatsächlich die Götter, die heidnischen Götter meint. Also ich würde hier sagen, sachgemäß wäre hier vielleicht sogar eher Engel zu sagen, weil der Herr sah es, der Engel aus dem Feuer rief ihm zu. Also es rief ihm der Engel mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, dieses zweifache Mose. Manchmal müssen wir das hören. Wir hören nicht beim ersten Mal, wir brauchen das zweimal. Jörg, Jörg, Simon, Simon, Saul, Saul. Das ist ein Weckruf. Werd mal wach. Hör zu. Zweimal ruft er ihn. Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Das ist doch dieser wüste Ort. Da ist nichts. Was ist hier heilig?
Heilig ist dieser Ort, weil Gott an diesem Ort etwas vorbereitet hat für die Zukunft. Weil Gott gegenwärtig ist, deswegen ist der Ort heilig. Nicht, weil an diesem Ort irgendwas Besonderes ist. Jesus hat das auch gesagt. Nicht der Tempel ist heilig, sondern der Tempel ist heilig, weil Gott darin wohnt. Deswegen, dein Leben ist heilig, wenn Gott in deinem Leben wohnt. Wenn Gott in deinem Leib wohnt, wenn der Heilige Geist in dir ist, dann bist du ein heiliger Tempel des Heiligen Geistes. Und umso wichtiger ist es, die Schuhe auszuziehen. Das Blut Christi nicht mit den Füßen zu treten, sich niederzuwerfen, ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Sich bewusst zu sein. Und deswegen sagt Paulus das im 1. Korintherbrief. Er sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Verdirbt nicht diesen heiligen Tempel. Halte ihn rein. Halte ihn heilig. Lass dich immer wieder durch das Blut Christi reinigen. Lass dich immer wieder heiligen. Dass der heilige Gott auch gerne in dir wohnt und nicht das passiert, was Israel erfahren hat. Wisst ihr, in Hesekiel wird uns das so wunderbar beschrieben, die Herrlichkeit Gottes. So sieht es Hesekiel. Die Herrlichkeit Gottes, sie weicht vom Tempel, sie zieht aus und fliegt fort und bleibt nicht in diesem Tempel. Dieser Tempel wurde zerstört. Die Heiligkeit Gottes ist gewichen aus diesem Tempel. Möge das nie mit uns geschehen. Möge es nie so weit kommen, dass die Heiligkeit Gottes, der Heilige Geist, uns verlässt. Manche sagen, das ist gar nicht möglich. Ich bin doch aus dem Geist geboren, ich bin ein Kind Gottes. Ich kann doch nie den Heiligen Geist verlieren. Und ich sage ja und Amen. Aber gerade weil du ein Kind Gottes bist, bist du mit deinem ganzen Herzen bemüht, dass es nie geschehen möge. Ob es jemals geschieht, sei dahingestellt. Ich glaube es nicht, aber sei vorsichtig. Es gibt diese Stellen in der Bibel, die uns warnen, im Hebräerbrief. Tritt nicht das Blut Christi mit Füßen, das geflossen ist zur Vergebung deiner Sünden. Bleibe in der Gnade deines Herrn. Bleibe in der Gnade des Heiligen Geistes. Versündige dich nicht an ihm, indem du dich wegwendest und sagst, was brauche ich noch, diesen Heiligen Geist? Was brauche ich noch, das Blut Christi? Erst dann begehst du die Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn du sagst, ich kann ohne. Ich brauche es nicht. Ich brauche das Blut Christi nicht. Ich brauche den Geist Gottes nicht. Solange du aber sagst, ja, ich brauche dich, solange du das bekennst, solange bist und bleibst du fest in der Hand deines Gottes, deines Herrn. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Aber der Heilige Geist, er ruft dich, er spornt dich an, er bittet dich, er ermahnt dich, er erzieht dich, dass du ein heiliges Gefäß bist, damit der Heilige Geist in einem geheiligten Tempel wohnt. Einem Ort, der ihm geweiht ist, ihm gewidmet ist. Das hatte ich jetzt gerade letzte Woche irgendwie im Gespräch mit dem Polizeichef von Basinghausen, als es um die Hochzeit ging, die wir da bei Ökes im Garten feiern wollten, im
wie heißt das? Örtchen? Groß-Goltern, genau. Und dann sprachen wir darüber und der Polizeichef legte mir also diese ganzen Verordnungen aus und er machte es so wunderbar, dass ich irgendwie gar keine Chance mehr hatte mit all meinen Argumenten und irgendwie. Und dann sprach er darüber, ja, dass die Verordnung ja vorsieht, dass eben Gottesdienste in Häusern oder Räumen, die der Religionsausübung gewidmet sind, stattfinden sollen. Und dann sprach ich mit ihm darüber, ja, aber das ist ja ein sehr eingeschränktes Verständnis von heiligen Orten. Das haben wir gar nicht so. Für uns ist das der heilige Ort, wo wir uns versammeln. Dann sagt er, ja, das verstehe ich, ja, ich bin Katholik, ich kenne ja auch die Bibel, da steht ja auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es war so lustig, es war echt cool, weil es war so eine Wende irgendwie so, ne? Und es war echt, Gott hat dann da so eine Tür geöffnet und er hat sich dann richtig für uns eingesetzt und dann haben sich dann echt auch Türen geöffnet. Und dann auch noch bei der Region Hannover irgendwie im Gesundheitsamt so ein Kirchenvorsteher saß und gesagt hat, ja, ich kenne die ganze Problematik und so. Ja, Sie können das gerne machen und so weiter. Jedenfalls, aber was ich sagen will, ist, na, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Auch unsere Gemeinschaft, wir als die Gemeinde, sind Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen ist es Jesus so wichtig, dass unsere Gemeinschaft stimmt. Er möchte, dass unser persönliches Leben geheiligt ist. Dass du zu Hause in deinem Kämmerchen Gottesdienst hältst, betest, in deinem Herzen. Nicht irgendwas, eine fromme Sache abspulst, sondern dass du eine Herzensbeziehung zu deinem Gott hast, in deinem stillen Kämmerlein. Und das ist etwas, was ich glaube, was Gott uns lehren will in dieser Zeit. Ja, wo wir uns in unserem Glauben viel zu viel auf die Gemeinde gestützt haben, dass er uns doch dazu anregt, hey, dein persönliches Glaubensleben, das ist mir wichtig. Dein Herz ist mir wichtig. Du bist der Tempel. Und dann auch dein Haus, deine Hausgemeinschaft, bei dir zu Hause soll Tempel sein. Da will ich in der Mitte wohnen. Ich will mitten unter ihnen wohnen. Das ist die Verheißung Gottes an sein Volk. Ich will mitten unter euch wohnen. Aber dafür ist es wichtig, dass wir die Schuhe ausziehen, dass wir uns die Füße waschen lassen von unserem Herrn. Dass wir uns reinigen, immer und immer wieder, dass wir Buße tun und umkehren, dass wir die Gemeinschaft mit ihm pflegen und suchen. Und du kannst nicht mit deinem ganzen Dreck, mit deinen Drecksschuhen, kannst du nicht in seine heilige Gegenwart kommen. Das geht nicht. Ja. Du musst bereit sein, dich immer wieder reinigen zu lassen, dich immer wieder prüfen zu lassen von diesem Feuer. Das Feuer der Liebe Gottes. Er liebt dich und deswegen will er nicht, dass du so verunreinigt, so verdreckt bist. Er möchte dich reinigen. Er liebt dich so sehr, dass er möchte, dass du lernst, in seinen Ordnungen zu wandeln, weil seine Ordnungen gut sind für dich. Er liebt dich und deswegen brennt er so dafür, dass dein Leben durch und durch geheiligt wird. Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Ist es nicht großartig, dass Gott unser ganz einfaches Leben heiligt? Er sagt, dies ist heiliger Boden, weil ich hier bin. Und du bist auch hier. Also sind wir eine heilige Gemeinschaft. Besonders, abgesondert von der Welt. Wie gesagt, nicht von der Welt. Ja, mittendrin in der Welt, aber nicht von der Welt. Dann sprach er, ich
bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gottesfurcht. Mose war ein gottesfürchtiger Mann. Und er wusste, woher wusste er von diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Hier steht es ganz genau, von seinem Vater. Es war der Gott deines Vaters. Du hast von deinem Vater gelernt. Du hast es an deinem Vater gesehen. Es war sein Gott. Und nun soll es auch Moses Gott werden. In tiefer, besonderer Art und Weise. Er ist es schon. Gott fürchtet ihn schon. Gott ehrt ihn. Gott achtet ihn. Aber er ist ihm noch nicht so begegnet wie jetzt. Eine tiefe Begegnung mit Gott hat er hier. Ich bin der Gott deines Vaters. Der Gott, Gott der Hebräer, von dem du gelernt hast als kleines Kind, was deine Identität ausmacht. Ich bin, am Ende bin ich dein Gott. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Jesus nimmt nachher diese Stelle und zeigt den Sadduzäern, die nicht an die Auferstehung glauben, macht daran deutlich, hey, Gott nennt sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, obwohl sie schon lange tot sind. Aber er ist nicht ein Gott der Toten, er ist ein Gott der Lebenden. Und so kann ich sagen, ja, Gott ist der Gott meiner Mutter, obwohl sie nicht mehr unter uns weilt. Ich weiß es. Sie hat an ihm geglaubt, sie hat ihm vertraut. So weiß ich, dass sie lebt, weil er das verheißen hat. Und so sagt er hier, Abraham, Isaak und Jakob, sie sind Leben. Sie leben. Sie sind am Leben. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er wusste, dieser heilige Gott, ich kann ihm gar nicht ins Angesicht schauen. Ich muss mein Angesicht niederbeugen vor ihm. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Gott zeigt es Mose. Er offenbart ihm sein Herz. Er zeigt ihm, das ist mein Herz. So sehe ich die Dinge. Oh Geschwister, ich möchte so gerne, dass wir mehr und mehr lernen, die Dinge so zu sehen. Unser eigenes Leben, das Leben um uns herum, dass wir es sehen, wie Gott es sieht. Viel zu oft betrachten wir die Dinge aus unseren eigenen fleischlichen Augen, aus unserer eigenen Perspektive. Wir sehen nicht mit den Augen, mit denen Gott schaut. Gott schaut auf sein Volk. Mose ist mit seinen Schafen beschäftigt. Aber Gott ist mit dem Elend seines Volkes beschäftigt. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und wisst ihr, dieses Kennen, das ist auch ein Erkennen. Ich kenne das. Ich habe es erkannt. In Jesus Christus hat Gott unsere Schmerzen auf eine Weise erkannt. Er hat sie geteilt. Ja, noch mehr, er hat sie alle auf sich genommen. Er ist ein Mann der Schmerzen geworden. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter.
Und siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen, und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Hier sehen wir dieses typische Einrahmen, die Art und Weise, wie Gott hier spricht, ist so eine typische Art und Weise, wie Mose, wie David, wie die Israeliten das auch aufgenommen haben, eine Sache einzupacken sozusagen, einzurahmen. Das, was Gott gesehen und gehört hat, das hat er doch schon gesagt. Ja, er sagt es nochmal, um deutlich zu machen, das, was ich dazwischen gesagt habe, das ist das Wichtigste. Nämlich, dass ich das Volk retten will, aus dem Elend heraus, und dass ich es hineinführen will in das neue Land, in das gute Land. Die Rettung besteht aus zwei Dingen. Gott rettet aus dem Elend, Gott rettet aus der Sünde heraus und er bringt in ein neues Land. Er rettet uns aus unserem elenden Sünderdasein heraus und bringt uns in das gute Land eines Lebens als Gerechter, als Kind Gottes, als Heiliger. Und nun kommt's dicke, Vers 10. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Eben hat Gott noch gesagt, ich will sie retten. Und jetzt sagt er zu Mose, du machst das. Ja, bis dahin hat Mose die ganze Sache noch sehr aufmerksam und ehrfürchtig angehört. Jetzt aber regt sich Widerstand. Der erste Einwand kommt von insgesamt 5 Einwänden. Wir kennen eine Situation schon von seinem Vorfahren. Abraham hat mit Gott diskutiert. Auch Mose diskutiert mit Gott. Und wisst ihr was? Gott lässt das zu. Gott kennt unsere Schwachheit, er kennt unsere Bedürftigkeit, er kennt auch unsere Schwäche, ihm zu vertrauen. Und das ist es eigentlich. Es geht darum, wisst ihr, Gott sagt hier Mose ganz klar, was er machen soll. Aber Mose vertraut nicht. Er schaut auf sich selbst und sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Gott hatte sein Ziel erreicht, damit, dass er Mose zu einem gebrochenen, zerbrochenen Mann gemacht hat, der nicht mehr stolz und selbst überheblich sagt, ja klar, ich mach das. Du sagst, ich soll das machen? Jo, ich mach das. Ich kriege das hin. Ich habe ja das Know-how eines Ägypters und das Know-how eines Hebräers. Das kriege ich hin. Gott hat Mose gebrochen, sodass er wusste, ich kann das nicht. Wer bin ich? Ich bin einfacher midianitischer Hirte geworden. Ich habe hier ein paar Schafe, die ich hier um die ich mich einigermaßen gut kümmern kann. Aber dem Pharao, dem mächtigsten König dieser Zeit, ne, Donald Trump entgegenzutreten, ne, wie soll ich das machen? Ich habe doch nichts. Was kann ich denn vorweisen? Ich habe keine Vollmacht. Ich habe keine Kraft. Das Einzige, was ich habe, ist dieser Stab hier. Davor wird er sich nicht fürchten. Der hat eine riesen Armee. Der kümmert sich doch nicht, was ich sage. All das sind richtige Einsichten und Erkenntnisse eines demütigen Mannes. Aber ihm fehlt etwas Wichtiges. Und dieses Wichtige ist, trotz aller Demut, trotz aller Erkenntnis der eigenen Schwäche, die Erkenntnis der Macht und Größe Gottes und das Vertrauen darin, dass Gott das, was er sagt, dass er das auch tun wird. Gott hat ja gesagt, ich werde sie retten. Also,
wenn er jetzt Mose losschickt, kann Mose sich doch darauf berufen und sagen, okay, Herr, ich weiß nicht, was du damit bezweckst, aber du hast ja gesagt, du willst sie retten. Okay, dann gehe ich mal. Ich weiß zwar nicht, was ich da machen soll und wie und überhaupt, aber du hast gesagt, du willst sie retten. Okay, dann wirst du ja anscheinend mit mir gehen. Und das ist genau das, wie Gott diesen Einwand Moses, wie er dem gegenübersteht. Er sagt, hey, ich werde ja mit dir sein. Ich werde doch mit dir sein. Das ist die Antwort auf diesen Einwand des Mose. Und das ist der Einwand auch auf all deine Selbstzweifel. Wisst ihr, es ist gut, dass wir wissen, dass wir das zutiefst in unserem Herzen wissen. Ohne Gott kann ich nichts tun. Ich bin ein Versager. Ich kriege nichts hin. Mir geht's so. Wenn ich das anschaue, was ich so zustande kriege, dann denke ich, was soll das werden? Was soll dabei rauskommen? Es ist so schwach. Ich fühle mich oft so hilflos. So begrenzt. Heute Morgen war so eine Situation. Ein Geschwister aus der Gemeinde haben eine große Not und sie haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, hier, wir wollten gerne mit dir über diese Sache sprechen. Dann haben sie mir dann auch noch irgendwelche Sachen, Fotos und Videos geschickt, wo die ganze Not so offenbar wird, die da in der Familie herrscht. Und dann denke ich so, was soll ich Ihnen dazu sagen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Was soll ich Ihnen dazu sagen, Gott? Die fragen mich jetzt um Rat und ich habe keinen Rat. Der Schlüssel liegt darin, sich auf Gott zu werfen und dann diesen Schritt im Vertrauen zu machen und zu sagen, Herr, ich weiß zwar nicht, was ich da machen soll, aber bitte, Herr, hilf du doch diesen armen Geschwistern in ihrer Not. Und wenn du es durch mich tun willst, dann nimm mich und gebrauch mich, aber hilf doch diesen armen Geschwistern. Begegne ihnen. Gib du ihnen Rat, zeig du, was da dran ist. Und dann war ich hinterher echt dankbar dafür, dass, letztendlich hat Gott mir dann eine Schriftstelle gegeben und hat mir Worte gegeben zur Ermutigung und ich habe hinter den Eindruck gehabt, dass die Geschwister ermutigt waren und das ist, ich hatte mir irgendwie Sachen vorgestellt und gedacht, so und so wird es bestimmt laufen und dann werde ich keine Antworten haben und dann werden sie sagen, oh Jörg, warum kannst du uns da keine Antwort geben und was weiß ich, also was man sich so alles vorstellt in seinem Unglauben. Es ist gut, dass wir nicht stolz und überheblich sind und meinen, wir kriegen es gebacken. Aber es ist nicht gut, es ist negativer Stolz, wenn wir nicht glauben, dass Gott auch uns schwache, unvollkommene, fehlerhafte Menschen gebrauchen kann für seine Ziele und für seine Zwecke. Ich werde ja mit dir sein und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Komisches Zeichen. Denn dieses Zeichen wird ja erst eintreffen, wenn er das Volk tatsächlich rausgeführt hat und sie dann alle da sind. Aber es ist eine Verheißung. Er sagt, du wirst es sehen. Ihr werdet alle hier. Du wirst mit dem ganzen Volk Israel wieder hier sein, an diesem Ort. Das ist die große Verheißung Gottes. Jesus hat gesagt, ich komme wieder und dann werde ich euch alle zu mir nehmen. Ich bereite euch jetzt schon eine großartige Wohnung vor. Und wir sind auf dem Weg. Er hat uns schon erreicht. Sein Ruf ist zu uns gekommen. Er hat gesagt, ich führe euch raus aus Ägypten. Und wir sind hinaus aus Ägypten. Und wir sind auf dem Weg, auf der Wanderung. Wir
sind ja sogar schon im verheißenen Land, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, die Fülle des Heiligen Geistes, dann leben wir jetzt schon im Land der Verheißung. Aber der Himmel, darauf warten wir noch. Das Ziel, darauf warten wir noch. Dass die vollständige Erfüllung davon, dass Gott sagt, ich will wohnen, unter ihnen wohnen. Sie sollen mein Volk sein, ich will ihr Gott sein. Wo es keine Sonne mehr gibt, weil Gott leuchtet in unserer Mitte. All das erwarten wir noch. Da sehen wir uns danach. Aber er sagt zu uns, ich werde mit dir sein. Und das ist Gottes Verheißung an uns. Immanuel, Gott mit uns. Jesus ist da, sein Geist ist da, er lebt in uns. Der heilige Gott ist mit uns, schon jetzt durch seinen Heiligen Geist. Lass uns ihm die Ehre geben. Lass uns mutig sein, ihm zu vertrauen, da wo wir uns entmutigt fühlen durch unsere eigene Schwachheit und Unvollkommenheit. Lass uns ihm vertrauen, dass er uns dennoch gebrauchen kann, Gutes zu tun, Segen zu bringen, Heil zu bringen, anderen die Botschaft der Rettung zu bringen, dass sie auch gerettet werden. So werden wir auch zu Rettern, nicht dass wir gerettet haben, sondern dass Gott rettet. Aber wir sind seine Werkzeuge zur Rettung, wenn wir die frohe Botschaft weitergeben, wenn wir das Evangelium weitergeben. Wenn wir Gutes tun, wenn wir Segen stiften. Lass uns echt dafür beten, dass wir diese zerbrochenen Herzen haben, wo du merkst, dass du immer noch Stolz in dir hast. Wo du meinst, Mensch, Gott könnte mich doch eigentlich gut gebrauchen. Ich kann doch was. Ich habe doch was. Da bist du noch nicht an dem Punkt, wo Gott Mose hingeführt hat. Und wenn du aber an dem Punkt bist, wo Mose ist und ganz offen und ehrlich in deinem Herzen bekennst, Herr, ich habe es verstanden, ich habe es erkannt. Da ist nichts in mir, womit ich dir helfen könnte. Du musst es machen. Dann lass dich ermutigen, der Herr ist mit dir. Und sei treu in der Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. Und lerne, mehr und mehr treu zu sein. Lass dich durch und durch heiligen, dass der heilige Gott in dir lebt und dich lenkt und leitet zu dem Werk, wozu er dich berufen hat. Vielleicht erst spät in deinem Leben, aber es ist bei Gott nie zu spät. Jesus, wir danken dir dafür, dass du Immanuel bist, Gott mit uns. Danke, dass du uns so ermutigst, Herr. Danke, dass wir so grenzenloses Vertrauen in deine Macht und Stärke haben dürfen. Danke, dass du uns unfähige, kleine, schwache Menschlein gebrauchen kannst und willst. Danke, Herr, dass du Mose gesehen hast und seinen Weg geführt hast in die Tiefe hinein, in das Leiden, in die Demut, die Erkenntnis, ich kann eigentlich nichts bewirken. Danke, Herr, dass du ihn dennoch genommen hast und ihn zum Retter für Israel gemacht hast. Und danke, dass du Jesus gesandt hast in großer Schwachheit, erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, aber auferweckt, verherrlicht. Und dass du uns, ihm ähnlich machen willst, Herr. Wir beten, dass du dein Werk weiter tust in uns und dass du uns tatsächlich auch gebrauchst zum Heil und zum Segen für die Menschen, die noch verloren sind, die im Elend sind, die geknechtet sind von der Herrschaft des Teufels. Wir bitten dich, dass du sie erlöst, dass du sie errettest, dass du dich ihrer erbarmst. Herr, und wenn du uns an irgendeiner Stelle gebrauchen willst, dann gebrauche du uns, Herr. Segne du uns alle. Danke dafür.